take care of her full time while also maintaining his YouTube channel. And over time, White Boy would foster a die-hard YouTube community. Sadly, White Boy wouldn't get to enjoy. Der sieht ein bisschen so aus wie Seth Green. Nee, nicht wie Seth Green. Wie der eine Typ. Oh, der eine Typ. Wisst ihr, wen ich meine? Der ist auch Comedian. Der hat auch so einen Lockenkopf. White Reini. Seth Rogen. Nee, den meine ich nicht. Ja, Reiner in Dünn. Ja, Ding, genau. Der weiße Riese, danke. Mann, das ist auch ein... Nee, es ist nicht Seth Rogen. Der sieht fast genauso aus. Bob Ross, ja, nee, auch nicht Bob Ross. Scheiße, wie heißt denn der? Boah, fällt mir nicht ein. Jordan Peterson, warte mal. Ich google. Nee. Bob Ross, Alter. Bob Ross war Jonah irgendwas? Jonah weiß ich nicht. Jonah Hill? Nee, auch nicht. Boah, wo habe ich denn den mal gesehen? Erstmal King Fred und Captain Random, erstmal Metal hier und so, ne? Nee, ist es auch nicht Jonah Hill gewesen. Nee, ich komme nicht drauf. Oh, der hat auch so einen stabilen Bart wie der Typ. Hugh Jackman, ja, ist okay. Nee, kommen wir nicht drauf. Der hat auch so einen stabilen Bart, nämlich. Und auch so ein. Hat aber ein bisschen mehr Locken als der. Homelander. Ach, fickt euch doch alle. Ihr seid doch alle keine Hilfe. Ihr seid alles richtige Hater. Ihr wollt mich doch nur fallen sehen. His early YouTube growth, as around the time of his channel becoming popular, his mother passed away. Nee, ich war nicht den Dicken mit dem Musiktax. Das ist auch ein Amerikaner, nämlich. Ich war noch nicht Helge Schneider. Auch nicht Borat. Jetzt hört auf. Now parentless, it said White Boy coped with this family tragedy in various ways. Ja, sag mal, fickt euch doch alle. And gaming excessively to keep the loss off of his mind. Jumbo schreien, Alter. Ja, komm. But things weren't all bad. Thanks to the success of White Boy's Modern Warfare 2 videos, he would rocket from 1800 subscribers to close to 30. Nein, Raffi, es ist immer noch nicht Jonah Hill. Es war schon vor 10 Nachrichten auch nicht Jonah Hill und es ist jetzt immer noch nicht Jonah Hill. 700. His popularity eventually landing him a contract with Machinima. Essentially James Gordon? Der Seth Rogen, fickt euch doch alle. So, jetzt gucke ich nochmal James Gordon. Also wenn das der Typ ist, den ich denke, der es ist. Nein, fickt euch doch alle. Ihr seid doch alle behindert, wirklich. Hill Jonah, richtig. Hill Jonah ist es, ja. Super. Meine Güte, Alter. Ihr seid doch echt solche Ficker, wirklich. Einer mit der I. Dave Chappelle? Wenn das jetzt ein Schwarzer ist, gell? Wenn das jetzt ein Schwarzer ist, Alter. Ich hab's gewusst. Was eine Scheiße, Alter. Ihr seid. Komm, hört mir doch auf, Alter. Hört mir doch auf. Lil Jon, Alter. Pumuckl, ja. Ben Shapiro. Nee, Ben Shapiro ist es auch nicht gewesen. Will Ferrell. Nee, ich glaube auch nicht, dass es Will Ferrell ist. Nee, das ist auch ein junger Comedian gewesen. Will Ferrell. Ist das nicht der Typ, der Happy gesungen hat? Nee, das ist er auch. Nee, okay. Jetzt war Ferrell Williams, genau. Das war Ferrell Williams. Bielefeld, ja, genau. Trump Donald, ja. Könnt ihr alle euer Maul halten. Ach, wie hieß denn der Dude? Wo sind wir denn jetzt überhaupt gelandet? Ich bin jetzt hier wieder auch ein bisschen raufgekommen. 16th, 19. Popular. Der sieht. Boah, ich hab das vor mir. Ich hab den vor mir. Kevin Smith, Alter. Ja. Erika, natürlich. Mark Twain, Alter. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich als nächstes dann John Lennon, Alter. Ist klar. Nee,
XXXTentacion, Alter. Haltet doch euer Maul. Jetzt kommt ihr mir dann noch mit Conway Twitty oder sowas um die Ecke, ne? Ich sehe das jetzt schon kommen. Melissa McCarthy. Ey, Ravi, fick dich einfach. Oh, Mann. Scheiß, die Mann dann. Boah, wie sieht der aus? Das lasst mir jetzt keine Ruhe. Ich google den jetzt einfach. Aber halt nicht mit Namen, sondern ich google jetzt einfach seine Greta Thunberg. Ja, ja, ist klar. Könnte aber auch Jonah Hill sein, ja. Ja, vielleicht ist es auch Jonah Hill. Ihr seid doch alle solche Ficker, so. Bart Williams? Ach, bitte, bitte, jetzt enttäuscht mich hier nicht. Ja, richtig, richtig, Bart Williams war's. Jetzt sehe ich's auch, ja. Sag ich das mal. Richtig. Bart Williams ist es gewesen. So, warte mal. Meine Güte, Alter. So. Das ist er. Bart Williams. Genau. Die Ähnlichkeit ist quasi uncanny, ja, auch von der Statur her. All dieselbe Person. Seid doch alles solche Ficker, wirklich. Weißt du, hier sind 70, 81 Leute. Erstmal vielen lieben Dank. Okay. Hier sind eins, zwei, dasselbe Mann, ja. Sehe ich auch, ja. Hier sind 88 Leute. Ach, da ist die schöne Zahl übrigens. Und keiner kann mir ja sagen, wie der Typ aussieht. Was? Ich kann nicht mal sagen, Rainer mit der I. Was ist? Nur kein Gart. Wer ist das? Das ist auch wieder irgendein, wahrscheinlich wieder irgendjemand, der wieder ganz wild aussieht. Ja, genau die ist es. Ja, 1:1 dieselbe Person, habe ich mir auch gerade gedacht. Bill Cosby, ja, Bill Cosby ist es. Guten Abend, Alter. So, gehen wir weiter im Video. Ihr seid alles richtige Ficker, wisst ihr das eigentlich? Now parentless, it said white boy coped with this family tragedy in various ways, often smoking weed and gaming excessively to keep the loss off of his mind. But things weren't. Weil es keinerlei Ähnlichkeit gibt. Doch, die gibt es. Wenn ihr nur wüsstet, wen ich meine, dann würdet ihr sehen. All bad. Thanks to the success of White Boy's modern work. Rainer ist live? Ja, wir schauen noch fertig. Prepared two videos, he would rocket from 1800 subscribers to close to 3700. His popularity eventually landing him a contract with Machinima, essentially turning YouTube into a money making opportunity for him now. It was at this point Rick Astley, richtig. Richtig. In welchem Film ist das? Nee, das ist eben kein Schauspiel, es ist ein Comedian. Ich habe den mal bei irgendeiner Late Night Show gesehen. Oder ich meine nicht Seth Green. Ja, Digga, beruhig dich mal mit deinem. Nee, er sieht aus wie ein Seth Green mit mehr Haaren quasi und einem stabileren Bart und auch kein Ginger, Alter. Satyr Van Danke, lange nicht mehr so viel Spaß gehabt wie heute, gerade im Stream, Liebe. Dankeschön für deine Spende, Liebe. Dankeschön. Rafi, was ist das schon wieder für ein Typ? Zach Galifianakis. Nein, auch nicht der. Nein, der ist auch schlank. Der ist auch nicht dick. Dick. Ja. Ja, ein Wesen. Dieser SpongeBob. Ja, der ist es gewesen. Was? Wer ist denn das? Hä? Dafür. Habe ich da was vergessen zu kopieren? Ein R, okay.
Tom Cruise, Alter. Fritzl, ja, richtig. Mensch ist Mensch. Captain Random, Jonah Hill. So, ja, richtig, Jonah Hill war's. Jonah Hill war's, jetzt haben wir's. Ja, wie bin ich denn da nicht drauf gekommen? Jetzt sehe ich auch die Ähnlichkeit. Ja, Jonah Hill war's. Jonah Hill war's, ganz genau. Alles solche Ficker. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwas gedrückt, Alter. Zeitstempel ein- oder ausblenden. Ach so, okay. Das ist ja toll. Das ist ja auch ein neues Feature. Gott sei Dank, ich habe gedacht, ich habe jetzt irgendwas kaputt gemacht. Ich habe gerade wieder den Chat versehentlich zugemacht, nämlich deshalb. Oh Gott. Möchte Tiere Metall lösen, Jonah Hill. Ja. Ich habe wieder Spaß meines Lebens. Ich glaube auch. Technik läuft wieder, aber sowas von Technik, Udi ist wieder da. Alex decided to commit to YouTube full time. And the rest is history. White Boy 7th Street now has over 2 million subscribers and is considered by many a Call of Duty commentary legend. But there has been trouble in paradise, which leads us to the time that White Boy 7th Street got swatted and arrested. At some point, Alex's home address got leaked onto the internet, and he found himself getting harassed quite frequently, with pizzas being delivered to his house and Craigslist ads being published. Ich hab gerade White Boy 7th Street Lookalike eingegeben, und das war eine der ersten Bilder, die ich bekommen habe. Warte mal, das muss ich doch glatt mal auf groß machen. Schaut euch das mal an. Das ist doch, Was ist jetzt mit meinem Handy los, Alter? Ich krieg schon wieder Nachrichten. Das ist sehr fürchterlich. Nachschrift gebucht. Oh, das fühle ich gar nicht so, muss ich sagen. Das muss ich euch gleich mal zeigen. Hier. Schaut euch das mal an. Seid ihr bereit? Drei. Oh, warte. Nee, ich mach's sogar noch spannender. Und zwar. So, ihr kennt doch alle Walter White, ne? So, pass auf. Ihr kennt doch alle noch Walter White, gell? Ich glaube, ich habe sein Double gefunden. Warte mal. Boom. Digga, das Bild auch. Das ist so wild. Was ist das für ein Bild? Was zur Hölle? Jesse, it's time to cook, Alter. Praktisch Zwillinge. Seht mal, wie verwirrt der aussieht, einfach. Alter Falter. Heute ist 30 Minuten zu spät. Echt, ist schon so spät. 20.28 Uhr, tatsächlich. Ja, schauen wir hier fertig und dann gehen wir rein in den Stream, ne? Hilft ja alles zusammen nichts. Polizeifoto, ist Polizeifoto, ja. Ich hab's so gerade gefunden, nämlich. Ja, das muss ich euch gleich mal zeigen hier. Just asking people to meet at his address. The first time I got swatted, my address was leaked and jetzt stellt euch den vor mit einem richtigen Lockenkopf drauf. Und nicht dick. Und auch kein Ginger. Posted on Craigslist that there's ich werde das als Stream-Highlight hochladen, dieses ganze Ding, weiß ich das so. Halt dein Maul, ey, ein, welch mit Scheiß Bob Ross, Alter. Fick dich einfach. Jetzt geh mal nicht auf. Ihr haltet euer Maul. Nee, ich. Seid doch an. Ihr seid solche Hurensöhne. Ey, wie ist hier das eigentlich? Gott. Denkst du nicht, dass Ähnlichkeit mit Mr. Trashback? Doch, so ein bisschen. Doch. Ling Ling, ja. Ed Sheeran. Ja, nee. Ach, Bro, hör mir doch auf. Mr. T. Richtig. Jetzt, wo er sagt, er sieht aus wie Mr. T. TV I don't want, come pick it up, first come, first serve, and they also sent a bunch and of use time to my house. When you become big enough on YouTube, it's only a matter of time before someone, you know, really has it out for you and wants to fuck with you personally. And sadly, there was somebody out there like that. They called in a SWAT to his house. White Boy has been swatted 3 times, and it's the 3rd time that we're hey, that's tablet, servus, middle. Covering. On August 17th of 2014, an anonymous virtual miscreant called the authorities and made claims that Alex was in a precarious situation and had killed his girlfriend. King Fred. Gronk, ja. King Fred, ich werde es jetzt googeln. Ich möchte jetzt hier nicht verarscht werden. Nee, das ist ja auch nicht. Das ist ja doch auch nicht. Ihr seid doch alle. Der sieht doch kein bisschen so aus.
Der ist um die 40, muss der rum sein. Schwarzer, stabiler Bart. Ein Afro. Also nicht wirklich ein Afro, aber halt so ein Lockenkopf. Ja. Ist ein Komine, ist kein Schauspieler. Es ist kein Schauspieler, Alter. Und ich habe ihn das letzte Mal gesehen, ich glaube in irgendeiner Runde bei John Krasinski. Wenn das jetzt wieder... Und er ist ein Amerikaner, ne? Amerikaner oder Brite, so. King Fred mit deiner 1,90 Euro. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Nee, nee, das ist ja auch ein Schauspieler, John Krasinski. Tim Kellner, hab ich noch nie von gehört. Ihr postet mich ja alles Leute rein, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, komm, hör mir doch auf. Hör mir doch auf. Ted Krasinski, einfach der Juna-Bomber. Jetzt stimmt's. Ja, ja, einfach der Juna-Bomber. John Krasinski, nee, nee, das ist er nicht. Vielleicht gibt's irgendwo noch einen Uti. Nee, ich bin ja wohl hier, ich bin ja wohl hier. Alles gut, alles gut. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin ja auf dem YouTube-Kanal von Tim Kellner gelandet auf einmal. Da wollte ich gar nicht hin. TJ Miller? Nein, nein, oder? Nee, der ist auch... Nee, der sieht auch nicht so aus. Regenbogenmulle Metal. Ja, fast. 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 Er sieht sieht super ähnlich aus. Also TJ Miller mit einem stabileren Bart, aber der hat auch... Boah, wo habe ich den gesehen? Adam Sandler, komm, get the fuck out of here mit deinem Adam Sandler, Alter. Boah, wo habe ich den das letzte Mal gesehen? Warte mal, Eric André? Was? Nein. Kevin James, ach komm, halt doch dein Maul. Weird Al Yankovic, nein, auch nicht. Nein, 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 nein. Der ist jetzt um die 40, muss der sein. Mark Henry, der Wrestler, ist das dein Ernst? Nee, sieht ein bisschen so aus wie TJ Miller, aber nee, also der auch nicht. Ja, ach, es ist doch alles verloren. Du meinst Erika, nee, gut, alles gut. Nee, ist stated gut. That he planned ihr seid alles richtige Ficker, ihr seid alles richtige Ficker, seid ihr richtige Witzbolde. Ihr seid richtige Joker, ne? As a result of this, local police stormed his house while the man was live-streaming playing DayZ. Nein, wir werfen nicht gerade einfach random Namen in die Runde. Und zwar suche ich den Lookalike von dem Typen. Das ist ein Comedian. Ich glaube, er ist Comedian. Um die 40 herum, kein Schauspieler. Er ist nicht Jonah Hill. Es ist nicht Jonah Hill. Es ist auch nicht Adam Sandler. Und es ist auch kein Schwarzer. So. Und wir suchen den einfach, weil der genauso aussieht. Keiner glaubt mir, dass es den gibt, Alter. Ich habe schon richtig Angst, wieder irgendwelche Namen reinzuhauen. Und es ist auch nicht Donald Trump und es ist auch nicht Bob Ross. Nein, auch nicht. Wer ist denn Tutti Tran, Alter? Das ist doch ein ausgedachter Name. Nein. Es ist auch kein Chinese. Es ist ein Brite oder ein Amerikaner. Ich kenne aber den Namen halt nicht. Jonah Hill. Fickt euch einfach. Fickt euch mit eurem Jonah Hill, Alter. Es ist nicht Jonah Hill. Jonah, komm, haltet euer Maul. Guys, give me a second here. I'm gonna relog right now. Ey, wie viele Wortkombinationen ich von Jonah Hill jetzt schon mittlerweile gehört habe. Es ist auch nicht Bill Cosby. Es ist nicht Bill Cosby. Es ist auch nicht der Juna-Bomber Ted Krasinski. So. Give me one moment, guys. Von wem? Ach so. Ey, du hast doch das Bild gesehen. Hier, der Typ. Der Typ. Der hat einen Doppelgänger. John Wick, komm. Der Maul. Lorella Space, Regenbogenmodell. Der heißt White Boy 67 heißt der. Aber wir suchen quasi diesen Comedian-Schauspieler, der so ähnlich aussieht. Der hat so eine Mischung aus Seth Green
und TJ Miller. Und es ist auch nicht Johnny Depp und es ist auch nicht Chris Rock und schon gar nicht ist es Psycho Andreas. Nein! Zugeschlagen, Lösung bitte! Uhu! Nein! Rowan Atkinson, nein, es ist auch nicht Mr. Bean! Es ist auch nicht Mr. Bean! Curly Howard! Ich google mal. Ich kriege ja schon wieder irgendwelche Namen reingeschrieben. Nein! Nein! Es ist kein Ginger! Es ist auch kein Ginger! Und es ist auch nicht SpongeBob Schwammkopf! Helge Schneider ist es auch nicht! Es ist ein Brite, habe ich doch gesagt! Und es ist auch nicht Curly Howard! Es ist Markus mit der EC-Karte. Ihr seid doch alle behindert, Alter. Russell Brand. Nein, es kann auch nicht Russell Brand sein, weil Russell Brand ein Schauspieler ist. Nein. Nee, der ist auch kein Schauspieler, ne? Der ist Musiker und Comedian, glaube ich, ne? Nee, das ist auch. Nee. Ich bin Markus, Alter. Trevor Noah? Boah, warte mal. Der Name sagt mir sogar was. Trevor Noah sagt mir sogar was. Nein. Meine. Warum? Ich werde. Boah, ihr seid dumm anstrengend, Alter, wirklich. Es ist auch nicht Steven Seagal. Es ist auch nicht Ricky Gervais. Es ist ganz sicher auch nicht Ricky Gervais. Der hat nämlich kein Afro und der hat auch kein Bart. Und es ist auch nicht Atze Schröder, weil der ist Deutscher. Sean William Scott, Alter, das ist auch sicher irgendein Schwarzer wieder. Ich sehe es doch schon kommen. Nein, der ist es tatsächlich nicht. Nein, der ist zu schön für den. Wie gesagt, der hat einen sehr, sehr stabilen Bart. Der hat wirklich einen sehr, sehr stabilen Bart. Und einen sehr stabilen Lockenkopf. Ja? Anstrengend ist mein zweiter Vorname. Also Markus anstrengend EC-Karte, oder was? Denzel Washington. Nein, es ist auch nicht Denzel Washington. Ihr seid. Nein, das ist hoffnungslos mit euch. Und es ist auch nicht Terry Crews. Und es ist auch nicht Robert Pattinson. Nein, es ist hoffnungslos, Alpha. Es ist einfach hoffnungslos mit euch. Ich habe schon wieder den Chat zugemacht, Alter. Das kannst du echt nicht ausdenken. Wisst ihr, was das einzig Schöne daran ist? Die Leute, die diesen Stream nicht verfolgen und das Highlight nur sehen, die werden sich richtig ärgern. Dass sie nicht hier dabei waren und mich irgendwie triggern konnten mit irgendwelchen Namen, die sie da reinposten. Das ist fürchterlich. Wir werden den auch nicht mehr finden. Ich sehe ja schon kommen. Du meinst den Schauspieler aus Hangover? Nein, ich meine auch nicht Zach Galifianakis und ich meine auch nicht Seth Rogen. Ich meine auch schon gar nicht Samuel L. Jackson. Nein, und ich meine auch nicht Jonas Hügel. Und auch nicht Kevin Spacey. Oh, meine Güte, Alter. Oh. Ist das Jeff Dunham? Nee. Ich weiß gar nicht, wie Jeff Dunham aussieht. Ist das nicht der Puppenspieler gewesen? Nee, das ist er nicht. Mike Tyson ist es auch nicht, nein. Und es ist auch Paul Ehring. Nee, das ist, wie gesagt, das ist entweder ein Brite oder ein Amerikaner. Google mal this man, so sieht er aus, nee. Der Wendler, ja, der Wendler ist es. In diesem Sinne. Egal. Und es ist auch nicht David Tennant, nein. Nein, es ist auch nicht Ryan Dunn. Und es ist auch nicht Paul Würdig. Ist das nicht Sido? Und nein, es ist auch nicht Heller von Sinnen. Und nein, es ist auch nicht der dunkle Parabelritter. Und nein, es ist auch nicht Thomas James Ridgewell.
Und es ist auch nicht Shrek. Es hilft halt. Jetzt wird es ja einfach nur mehr utopisch. Jetzt haut ihr einfach nur mehr irgendwelche Namen raus. Ich habe jetzt das dritte Mal den scheiß Chat zugemacht, Alter. Ich bin jetzt nur mehr abgefuckt gerade. Ich bin jetzt nur mehr abgefuckt, einfach. Nee, es hat doch keinen Sinn mehr. Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Die ganze Scheiße macht keinen Sinn. Ich möchte jetzt hier weiterkommen. When you become big enough on YouTube, it's only a matter of time before someone, you know, really has it out for you and wants to fuck with you personally. And sadly, there was somebody out there like that. They called in a SWAT to his house. White Boy has been swatted 3 times, and it's the 3rd time that we're most interested in covering. On August 17th of 2014, an anonymous virtual miscreant... Und nein, es ist auch nicht Daddy Trio. Called the authorities and made claims that... Das ist auch nicht Triple H, Alter. Scheiße. Meine Güte, Alter. Das ist auch nicht Jens Spahn. Alex was in a precarious situation and had killed his girlfriend and stated that he planned to shoot any officers that arrived. As a result of this, local police stormed his house while the man was live streaming playing DayZ. King Fred, es war schon vor einer halben Stunde nicht Zach Galifianakis und es ist auch jetzt immer noch nicht Zach Galifianakis. Ah. Hold on, guys, give me a second here. John Cena, ja. Right, John Cena, es ist richtig. John Cena. Give me one moment, guys. Es ist Peter Parker, ja. Howdy, howdy Troll, howdy. Und es ist auch immer noch nicht Seth Rogen. Troll, bitte, bitte. Ey. Du hast doch, du kennst doch so viele Leute. Spul mal so 10 Sekunden, also nicht 10 Sekunden, 10, spul mal so 10 Minuten zurück bis zu diesem Standbild von dem Typen mit dem Bart und mit dem Lockenkopf. Ich suche dessen Doppelgänger. Es ist kein Schauspieler, es ist ein Comedian. Ich glaube, britisch oder amerikanisch. Es ist nicht Seth Rogen und es ist auch nicht Jonah Hill und es ist auch nicht TJ Miller. Und es ist auch ganz bestimmt, es ist so eine Mischung aus TJ Miller und Seth Rogen. Und es ist auch kein Ginger, Alter. Es ist auch nicht der grüne Kobold aus Spider-Man. Und nein, es ist auch nicht Zac Efron. Now what's messed up about this is while police Nein, Christian are performing this bogus SWAT, Hornswoggle they end up taking a look around and actually find some weed in his house. Und der YouTuber heißt White Boy Street 67. Der Typ mit den Bergen im Hintergrund. Ja, ja, genau. Nein, nicht auch Nicolas Cage. Der muss um die 40 muss der sein. Cops allegedly discovering Jimmy close Fenn to 30 nein. grams of pot, nein, which Patrick was Harris for Alex to be arrested along with his girlfriend who was living with him. The couple faced felony charges of possession of marijuana with intent to distribute. The day after being arrested, Alex and his girlfriend were bailed out. Tupac, fortunately, Alter. Prosecutors would take a hard look at this case and decided... Wo hat er denn mitgespielt? Wie gesagt, es ist ja kein Schauspieler, es ist Comedian. Es ist Comedian. To drop the charges, apparently fearing they would have difficulty, you know, sort of legally justifying the search for weed in the middle of a fraudulent SWAT. In the meantime, the video footage of Alex being swatted went viral on social media and even made the front page of Reddit, the clip becoming one of the most infamous. Ja, es ist natürlich ist es problematisch, dass die vorgeschlagene Videoseite die Hälfte des Gesichts abdeckt. Ja, natürlich ist es erlaubt, Comedians in Film und Serie mitzuspielen. Da stelle ich auch gar nicht in Frage. Swatting videos in internet history. 3 years after Keine Ahnung, the SWAT okay. in 2017, Alex would release a video giving details about his swatting experience. Sacha Baron Cohen, nein. Claiming that he couldn't really say much about nee, es it bringt before, nichts. Bringt as alles his lawyers nichts. Advised him to stay quiet about everything. It's been 3.5 years since I was swatted and I haven't really said anything on the matter because my lawyer advised against that for the first 3 years. So we're in the clear. Ich glaube, Uti verarscht, der ist nur von der Fliege genervt, ja, richtig. In terms of time frame and it's just not a fun memory. It's not something I like thinking about. I still remember the bald police officer with the assault rifle kneeling by my bush, shotguns pointed at my face, dogs barking, pistols drawn. One thing I want to make very clear, it is not a prank. I hate when swatting and prank is in the same sentence. It's attempted murder.
In this video, Alex claims that his swatter was from Ireland, and unfortunately, they couldn't really do anything to penalize the guy. One of my swatters was a kid in Ireland. It's hard to extradite. I don't know. I don't know what happened with that guy, that loser. One of them did get arrested. Nick Frost, that is only a few months served time. He was a rich white kid or something. And he eventually come here. It's so nicht Markus Rühl. A slap on the wrist, basically. While this water-